Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, wie wir sie und ihr sie hoffentlich bald auch alle nennt. Wie immer gilt, ihr kennt das schon, vergesst nicht uns zu abonnieren auf allen gängigen Kanälen wie auf iTunes, Spotify oder Deezer oder hört euch den Player auf unserer Seite an. Die heutige Folge dreht sich um den letzten Star Wars Film, The Rise of Skywalker, Deutsch, der Aufstieg Skywalkers, der Abschluss der dritten Trilogie. Ich möchte kurz vorwegnehmen, es kann passieren, wir werden versuchen es nicht zu machen, aber es kann passieren, dass man in dieser Folge ein paar Spoiler hört. Wir werden versuchen auf das Wesentliche, was nicht verraten werden sollte und damit vielleicht die Lust ein bisschen zerstört, zu verzichten. Wir können es allerdings nicht garantieren. Darf ich da gleich dazu etwas sagen? Man weiß natürlich nicht, was es sein könnte, worauf man nicht aufmerksam machen soll. Also was nicht verraten werden darf. Das Problem ist, du hast recht. Wenn man erwähnt, auf welche Figuren man trifft, dann könnte das für manche schon ein Spoiler sein, weil man vielleicht Figuren trifft, von denen nicht bekannt gewesen ist, dass man sie noch einmal sehen würde. Das könnte ein Spoiler sein. Oder Figuren, die man noch nicht kannte. Ne? Das ist möglicherweise auch ein Spoiler. Ja. Man kündigt jemanden an, der von entscheidender Bedeutung ist, wobei das hier, glaube ich, nicht der Fall ist. Also man sollte vielleicht versuchen, von einem kleinen Roboter über Todesopfer vielleicht nicht so sehr zu reden. Oder es gibt natürlich in diesen Heldensagen immer Leute, die sterben und Leute, die unerwartet am Leben bleiben dürfen und so weiter. Aber gut, wenn es rauskommt, dann ist es halt so, wir geben uns Mühe, auf einer Metaebene darüber zu reden, wäre jetzt auch Quatsch. Wir versuchen halt wesentliche Sachen nicht zu erwähnen, die zu viel Lust am Film zerstören könnten. Ich möchte damit anfangen, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir sind ja beide Fans des allerersten Star Wars Films von 1977 gewesen in New Hope. Und es gibt eine Szene, die einer Szene aus dem ersten Star Wars Film ein wenig ähnlich ist, aber gleichzeitig aufzeigt, was in diesem Film The Rise of Skywalker nicht stimmt. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, in New Hope von 1977 gibt es ja diese Infiltration von Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Han Solo und so weiter, um Prinzessin Leia zu befreien. Das ist ja auch mehr oder weniger eine taktische Meisterleistung gewesen, diesen Generator auszuschalten, mit Darth Vader zu kämpfen, sich als Sturmtruppe zu verkleiden, den Schacht zu finden, sie zu befreien und das Müllmonster zu besiegen und so weiter. In diesem Film The Rise of Skywalker passiert das alles innerhalb von 10 Minuten, in dem die Helden, idiotischer geht's ja eigentlich nicht, mit dem Raumschiff in so einem Sternzerstörer landen, mit Laserwaffen sofort rausspringen, wild durch die Gegend ballern und Chewie innerhalb von 5 Minuten befreien. Das hat für mich gezeigt, dass es den Leuten nicht gelungen ist, als Trilogieabschluss, natürlich, man hat 144 Minuten, das ist lang, aber irgendwie auch kurz, alles Wesentliche reinzupacken, um überhaupt zum Ende zu kommen. Es wird alles zu schnell und zu viel in zu wenig Zeit gepackt. Das hat nicht funktioniert. Ja. Es ist ein Film, der sich auf naturgemäß die Versatzstücke der früheren Teile der Saga bezieht und das aber in einer Art von Nummernrevue sozusagen mechanisch abgearbeitet, abgehakt. Es müssen alle Figuren vorkommen, also alle, bei denen es noch einigermaßen wahrscheinlich ist, dass sie nicht bloß als Geist oder als Hologramm erscheinen. Es gibt natürlich das Comic Relief mit R2-D2, weniger C3PO, in der üblichen Weise, auch nicht sehr komisch, wenige Momente, in denen darauf rekurriert wird. Dann natürlich Carrie Fisher, dann natürlich in sehr sentimentalen, wenig glaubhaften und dramaturgisch nicht notwendigen Szenen Harrison Ford und Mark Hamill, wie zu erwarten war, und andere vergangene Figuren, die so etwas mühselig hineingeschrieben sind, während die beiden Jungen den Film tragen. Ja, aber ich finde, wo du gerade Harrison Ford erwähnt hast, ist es dir sicherlich aufgefallen, einer seiner berühmtesten Sätze, vielleicht, also der berühmteste Satz des Schauspielers Harrison Ford gehört seiner Figur des Han Solos. In Imperium schlägt zurück, sagt der Prinzessin Leia zu ihm, ich liebe dich. Und dann sagt er, ich weiß. Und im Original, I know. Dieser Satz fällt im anderen Kontext in diesem Film auch. Mhm. Als ein anderes Gespräch führt. Ja. Das war mit Sicherheit. Dass du nicht verraten willst, dieses Gespräch. Das war mit Sicherheit also auch ein absichtsvoller Einbau. Im Gegensatz zu dir hat mir dieser Han Solo-Moment tatsächlich sehr gut gefallen. Also er hat mich sehr berührt. Gerade auch, weil in diesem Gespräch eine Dimension von enttäuschter Liebe zum Ausdruck kommt oder von es jemandem nicht recht gemacht zu haben oder nicht gut genug gewesen zu sein,
die natürlich sehr sentimental war und mir gefallen hat. Aber ich wollte zu R2-D2 noch mal kurz was sagen. R2-D2 zeigt auch auf, was an diesem Film nicht gut funktioniert hat. Denn es ist ja kein Zufall, dass der wahrscheinlich wichtigste oder zweitwichtigste nach C-3PO-Roboter dieser Saga kaum zu sehen ist. Und ich weiß auch warum. Weil er einfach zu langsam ist. Der Film ist zu schnell. Du kannst den nicht mit den Helden da rumschießen lassen. Ich habe auch gar nicht richtig verstanden. Das lag jetzt gar nicht unbedingt darum, weil der Film in Originalfassung gezeigt wurde. Ich habe auch nicht verstanden, warum der überhaupt auf dem Planeten geblieben ist. Und ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass man ihn nicht mehr in diesen schnellen Action-Szenen zeigen kann. Ja. Das ergibt keinen Sinn mehr. Er ist zu langsam geworden für dieses Erzähltempo und das ist schade. Das ist wahr. Er bleibt allerdings, er bleibt sozusagen im Wald, auf dem einzig lichten, neben manchen Wüstenschauplätzen, dem eigentlich einzig lichten und man kann sagen sukkulenten Naturraum, in dem Film, nämlich bei Carrie Fisher. Er bleibt bei der Generalin, der alten Prinzessin, die da ihren Standort hat, der ist ein stationärer Computer geworden, Roboter geworden. Es wird ja in früheren Filmen oft gesagt, na, der ist ja Schrott, der wird demoliert, der wird ramponiert, immer mal wieder angestoßen und ist dann so merkwürdig schief und verbeult. So, das ist er hier nicht, aber er kann nicht mithalten. Wobei ein anderer winziger, putziger Retro-Roboter eingeführt, ein Rad, Föhn, ein kleines Rad. Rad mit so einem Föhn und ja, ein Föhn. Und ich habe es eher so als Tütenlampe, so fast Schreibtischlampe. Wie eine Pixar-Lampe. Oder so ein Megafon, ein kleines Megafon. Jedenfalls, das ist natürlich liebevoll gemacht, wie manche Fantasiefiguren, die mehr entweder niedlich oder manche auch furchterregend sind, so kleine schweinchenhafte oder Erdwurm-ähnliche Gestalten und manches mehr, das im Detail gelungen ist, aber bei dem man doch merkt, dass sie erzählerisch nicht beatmet sind, sondern wie Gimmicks eingesetzt sind in einem Niedlichkeitskabinett. Der finale Angriff, auf den man natürlich wartet, der sich dann über 40 Minuten, mindestens eine halbe Stunde erstreckt, erinnert tatsächlich an den ersten Star Wars Film, den Angriff auf den Todesstern. Aber da gab es keine Pferde, die auf fliegenden Raumschiffen langgerannt sind. Ja. Das war ja verrückt. Ja, also es gibt, wenn man überhaupt bei Science Fiction und wenn man überhaupt beim Märchen von Anachronismen sprechen kann, dann ist das hier so. Es gibt auch am Anfang in der Wüste eine Szene so mit heidnischer Anbetung, da ist so ein großes Jamboree und wo sozusagen Urvölker vielleicht einer Gottheit huldigen. Wie der Burning Man so in der Mann, Wüste. Ja, genau. Ein Kollege von mir im Kino hat das gesagt, er meinte, das ist wie ein extraterrestrisches Burning Man. Daher stammt das und ein bisschen auch wie die letzte Szene in Unheimliche Begegner der dritten Art und da kommen sie dann dazu und beobachten das. Aber auch das bleibt eine folkloristische Episode nicht zu Ende gedacht. Und dann ist es eine schwarze Amazone sozusagen, die diese vollkommen unterausgerüstete kleine Kampfeinheit mit den Pferden anführt. Ne? Das überhaupt erinnert so vieles hier an Piratenfilme, an Abenteuerspektakel. Aber diese Pferde waren dramaturgisch, diese Anführer mit den Pferden, war für die Handlung überhaupt nicht entscheidend. Sie wurden nur eingeführt, damit sie am Ende mit Lando ins Gespräch kommt, ob sie nicht selber vielleicht einen Spin-off-Film erhält, weil sie fragt, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und er meint, let's find out. Also diese Figur der Frau spielt für die gesamte, sie liefert keinen entscheidenden Input für den Ausgang der Geschichte. Ja. Aber, was ich nur kurz sagen wollte, sie freundet sich ja mit Finn an. Und wird vielleicht zum neuen Love Interest für sie. Und das gibt ein kleines Problem, weil du kannst dir vielleicht erinnern an den letzten Film The Last Jedi. Da gab es ja die Figur der Rose Tico. Das war eine Pilotin, die einen großen Fan-Backlash bekommen hat, die derart vernichtet wurde auf den sozialen Netzwerken, dass sie ihren Instagram-Account und Twitter-Account gekündigt hat. Und die ist zu so einem Jar Jar Binks-Opfer geworden. Der war ja auch eine Figur, die damals mit großen Hoffnungen eingeführt wurde
und so dermaßen negative Kritiken bekommen hat, dass sie danach aus dem Fokus genommen wurde. Und es wurde also diese Amazone auf ihrem Pferd da jetzt eingeführt als Ersatz für diese Rose Tico, die man nur für 5 Minuten am Anfang sieht, die auch bei Leia mit Abhängen am Ende mitkämpft. Das ist so inkonsequent in der Behandlung von Figuren und so mutlos, wie man mit der Kritik von diesen Social-Media-Trollen umgeht, dass man darauf reagiert, eine neue Figur einzuführen und die alte fast zu vernichten. Ja. Das ist richtig feige. Und es ist eine sehr schwach ausstaffierte, schwach motivierte Gestalt. Ich habe nur den Rollennamen nicht parat, aber es ist eine schwarze Kämpferin. Amazone ist viel zu viel gesagt. Es ist eine gutmütige Kämpferin, die eben mit diesen fast Shetland-Pony-artigen Pferden und wenigen Getreuen dann gegen den ja weit überlegenen technischen Apparat anreitet. Das ist schon nachgerade lächerlich. Man sieht also die gewaltige Größe, diese also fast planetenartige Größe, diesen Brocken im All. Und nicht nur, dass sie überhaupt dort landen, ist unglaubwürdig. Das ist ja die Rebellenarmee. Es ist halt das alte Motiv. Untermotorisierte, vollkommen chancenlose, übrigens hier mit sozusagen Retro-Raumschiffen ausgerüstet. Es kommen alle Raumschiffe wieder vor, die man jemals gesehen hat. Ja, sie erinnern sogar an, sagen wir, Militärjets der 50er, 60er Jahre. Das war ja schon Lukas Vorbild, ne, mit Star Wars gewesen, dass sich an den Zweiten Weltkriegsszenen ja auch orientiert hat. So ist es. Also es erinnert auch an zum Beispiel 1941, wo bitte geht's nach Hollywood? John Belushi bei Steven Spielberg in diesem Flugzeug. Hier ist es, hilf mir, der Oscar Isaac. Oscar Isaac sitzt immer zu in den letzten 45 Minuten, sitzt da in diesem Kampfjet und das ist ähnlich inszeniert wie etwa in Flash Gordon, in solchen Filmen Kampfstern Galactica und hat da so einen alten Helm auf, der bis über die Ohren reicht, so wie wir mit Ohrenschützern und er spricht immer mit den 2 oder 3 Leuten, die dann auch einzeln gezeigt werden, jeweils in ihrer Kapsel, in ihrem Flugzeug. Und dann soll man aber glauben, dass alle Rebellen, alle unterdrückten Völker der Galaxis zusammenkommen. Die fliegen mit ihren alten, kleinen Raumschiffen. Es ist eine Armada altertümlicher Raumflieger. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das Problem ist folgendes. Diese Star Wars-Leute, Lucasfilm, Kathleen Kennedy und so weiter, die haben erkannt, dass die Avengers die abgelöst haben, die Superheldenerzählung. Es gab ja auch mal diesen Ritus, hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das Bob Iger war von Disney, hat auch irgendwie so einen Preis an die Leute von Marvel, an den Kevin Feige übergeben, nach dem Motto, ihr seid jetzt hier, kriegt den Staffelstab, Avengers sind jetzt hier Marvel-Filme, sind die neuen Star Wars-Filme und so weiter. Dass am Ende diese ganzen Unity-Aspekte da zum Tragen kommen und das ganze Weltall auf einmal zusammensteht. Aus dem Nichts steht auf einmal diese Wand an gutmütigen Maschinen, die gegen die Sternzerstörer antreten. Das ist dieser dämliche Marvel-Effekt, der auch in den Dialogen überbetont wird, die nicht zu Star Wars gehören. Es wird am Laufen mal drüber gesprochen, wir sind weniger, aber wenn wir zusammenhalten, if we are united, each other und so weiter, wir können es schaffen. Und diese Art Motivationssprech ist für Star Wars völlig neu und das passt auch nicht zu Star Wars. Und das machen die nämlich nur, weil die nämlich in die ähnliche Richtung schlagen wollen wie die Avengers, wie die Marvel-Filme und dadurch wieder Boden gut machen wollen. Es gibt auch diese eine Gefährtin von Poe Dameron, die nie den Helm absetzt, die in dieser Stadt ist. Ja. Die Rüstung, die sie trägt, das ist die vom Ant-Man and the Wasp, von diesem Marvel-Film. Das ist diese spitze Schnauze und des Helms und so weiter. Das gesamte Kostümdesign dieser neuen Figur ist schon fast wie so ein Marvel-Film. Und das ist so, ich finde es schon fast kläglich, dass man die Tradition dieser Star Wars-Filme derart aufgibt, um sich diesen neuen zu ergeben, dass es fast gar nicht ansehen konnte. Ja, es gibt rein modische und aufgesetzt dramaturgische Entscheidungen, muss man sagen, die gar nicht überzeugend sind. Es ist bei, diese Romanze kommt nicht in Gang. Die Frau ist nur in wenigen Action-Szenen zu sehen und in einer einzigen sozusagen kontemplativen Szene, da sie von ihrem Ausbruch berichtet, den ankündigt, der dann später auch nicht stattfindet. Das ist, und es gibt mit Oscar Isaac so ein angedeutetes neckisches Geplänkel, was insofern
rührend ist, als man und was drollig ist, weil man weiß, das wird nicht stattfinden oder es kann in einem späteren Film noch vielleicht realisiert werden. Und da die Frau aber immer unter diesem Helm ist, ne, was natürlich dann auch ein lustiges Momentum ergibt, denn am Ende sagt er, glaube ich, etwas wie so, küss mich, ne, oder ein Kuss, und man sieht ihr Gesicht gar nicht, weil der Kopf ja im Helm ist, ne, und sie schüttelt aber auch den Kopf und verweigert sich. Das ist also ein Screwball-Moment, wie man das früher bei Kathleen Hepburn und Spencer Tracy gehabt hat, aber dennoch, auch diese Gestalt ist überhaupt nicht durchdacht, ist nicht motiviert, ist nicht überzeugend. Die kraxelt dann da irgendwann rum, als sie sozusagen die Festung stürmen. Übrigens, wenn eine Festung gestürmt wird, das kennen wir nicht erst seit den Robin Hood-Filmen und Agenten sterben einsam und der Name der Rose, dann trägt man einen Mantel mit Kapuze. Alle Mantel mit Kapuze und halten den Kopf etwas gesenkt, ja, und dann können sie auch gegen eine Übermacht von 10.000... Sogar C-3PO mit den leuchtenden Augen trägt ja eine Kapuze. Ja. Und es gibt ist auch gut getarnt, der goldene Roboter. Der goldene Roboter trägt auch schwarze Kapuze. Ja, und mit leuchtenden Augen. Es ist ja auch so niedlich, wie Daisy Ridley alias Rey in einigen Szenen mit gezündetem Laserschwert durch die Gegend rennen. Das war also fast wie so ein Kind. Also überhaupt gibt es also sehr viele, ich sag mal so, objektfetischistische Szenen. Oder wir haben ja letztens darüber gemailt, dieser schöne Begriff des Quests aus dem Mittelalter. In diesem ganzen Film geht es ja irgendwie auch so um diesen Objektfetischismus, dass du bestimmte Gegenstände finden musst. Also einmal irgendwie so ein Dolch, in dem irgendwie so eine Rute mit eingraviert ist, aber dann irgendwie auch so ein Dreieck, das so aussieht wie so eine Halloween-Lampe, ich habe das gar nicht richtig verstanden. Die müssen irgendwie gefunden werden, weil die Indizien dafür liefern, wo sie etwas verbirgt, was irgendwie zur Auflösung des Rätsels beiträgt. Das ist auch ein komplett neues Indiana Jones-Element, halt irgendwie zu buddeln, um was auszugraben, um daraus dann eine Rute zu kreieren. Das, also, ich fand es auch nicht übel, aber das war irgendwie eine Art von Schatzsuche oder wie so ein Malen nach Zahlen. Ja, ich dachte auch an Indiana Jones und deshalb eben auch Abenteuergeschichte, Piratenfilm, Robin Hood-Film, alles nicht sehr konsequent gemacht. Da wird zum Beispiel, Daisy Ridley zieht dann aus einer Schublade zwei alte Schmöker. Das sind so zwei Scharteken. Diese Frodo-Bücher. Und blättert es auf. Gandalf, und da sieht sie diese kleine Pyramide, die einen Hinweis darauf gibt, wohin sie jetzt gehen muss. Ne? Und wie es weitergeht. Später hat dann Adam Driver genau diese kleine Laternenpyramide in der Hand und die zerfällt dann zu Staub. Ja. Und man weiß gar nicht, also sie hat dann dieses, ich glaube, das ist ein Stützpunkt oder ein Planet, Arrakil oder so heißt er. Und den muss sie finden. Und zieht dann also, ich glaube, Luke Skywalkers alte Büchlein mit Hieroglyphen oder mit einer Kalligrafie zu Rate. Und da sind auch Zeichnungen drin. Die Sprache versteht sie nicht, aber sie kann erkennen natürlich, dass da so eine Pyramide ist. Und dann kann sie sich auf die Suche begeben, um dann dorthin zu kommen. Es gibt auch das Motiv natürlich der Entführung oder der List, dass sie irgendwo hingelockt wird. Allein und natürlich geht sie auch darauf ein und begibt sich auf die Reise und dann müssen alle anderen folgen. Und zwar der Bund um Oscar Isaac mit Chewbacca, übrigens Han Solos alten Gefährten. Der sich übrigens auch sehr trottelig teilweise Der selbst entführt wird und man glaubt schon, er könnte tot sein, er ist natürlich nicht tot. Aber es gibt also zwei Sätze, die habe ich mir auch notiert, oder beziehungsweise so eine Kernaussage, die ich sehr treffend fand für den Film, in dem Dialog, den Rey mit Kylo Ren, ihre Hassliebe, führt. Er sagt ja irgendwie, bei ihm geht es um how to find you und sie sagt ihm, how to get rid of you. Und das trifft es ja auch ganz gut eigentlich. Ne? Also sie will im Grunde genommen natürlich nicht, dass er sie besiegt, aber sie will eigentlich auch ihre Ruhe haben, während er natürlich die Vereinigung mit ihr will, weil er natürlich nicht nur als Liebespartner, sondern gemeinsam mit ihr über die Galaxis herrschen möchte. Also es ist immer so ein Jagen und so ein Finden und so ein Suchen des gesamten Films. Also das ist das sozusagen die zweite Neckerei oder so eine sehr ernstliche Romanze, die nicht realisiert konsumiert wird, der sie sich verweigert. Er verhindert es aber auch, indem er sie ja als ambivalente Figur ja einigermaßen
ne, vielleicht nicht dämonische Figur. Mir fehlt noch der Begriff dafür, undurchschaubar und finster, kann man sagen. Ne? Grimmige, finstere Figur, zerrissen. Und er will sie ja eigentlich ins Dunkle ziehen, wohin sie nicht will. Sondern sie will, am Anfang des Films trainiert sie. Du hast recht, das Laserschwert ist von überragender Bedeutung, noch mehr als in früheren Filmen. Sie hat einmal zwei. Sie will sie ja nur im Dunklen haben, weil er sie auch liebt. Das ist der Unterschied zu Darth Vader und Luke. Luke geht, also Darth Vader ging es ja wirklich nur darum, weil zu zweit ist man stärker auf der dunklen Seite. Ich glaube, dass Kylo Ren auch so zerrissen ist, weil er halt nicht einfach nur eine Gefährtin haben möchte, um die Sith-Kraft böse zu verdoppeln, sondern weil er einfach auch eine Lebensgefährtin haben möchte. Ja, genau. Aber dazu gehört natürlich, dass sie sich bekennt oder dass sie sich ziehen lässt in den Bezirk des machtvoll, des Besessen, des Machtbesessenen. Und man könnte auch sagen, des Machtmissbrauchs, modern gesprochen. Und dem will sie sich nicht hingeben. Und man merkt ihr Drängen und das Wüten in ihr, den Widerstand, das merkt man recht eindrucksvoll. Also dieses offene Gesicht und die natürlich das helle Kostüm, so halb gewickelt im oberen Bereich, halb Kleid von Prinzessin Leia und diese athletische und auch einigermaßen magische, ja letztlich metaphysische Präsenz, also das Übersinnliche, das ja durch Telepathie, auch Telekinese angedeutet wird, Hand auflegen, heilen. Sie heilt eine Wunde, die sie Kylo Ren selbst zugefügt hat, heilt es. Vorher heilt sie so ein riesiges Ungeheuer. Wie Jesus. Ja, genau. Durch Hand auflegen, die Wunde verschließt. So. Und sie ist auch sich nicht vollkommen ihrer Macht bewusst und wird von Leia immer wieder bestärkt. Hab keine Angst vor dem, was du bist. Hab keine Angst vor dir selbst. Das ist natürlich eine genuine Star Wars Botschaft. Ne? Diese Art von Spiritualität und der Selbstzweifel der Figur. Der Selbstzweifel, sie ist noch immer nicht von sich überzeugt. Auch Leia kann sie nicht vollkommen überzeugen. Ist natürlich im krassen Gegensatz zu dem, was die Jedi-Meister gesagt haben. Auf die Gefahr, dass jetzt so Fanboy-mäßig von mir wird. Das ist schon richtig oder auch gut, dass Leia jetzt hier gesagt hat, höre nur auf deine eigene Stimme in dir selbst. Ne? Also du weißt selber am besten, wann du bereit bist, um hinauszutreten und zu kämpfen. Wäre ein Lehrmeister wie Yoda oder Obi-Wan Kenobi eigentlich mal so diese stillen Bedenkenträger gewesen, die gesagt haben, irgendwie deine Ausbildung ist dann abgeschlossen, wenn du das Zeugnis von mir dafür kriegst. Ja, das ist ja auch Karate Kid und ja. Ne, das sind die Martial Arts. Mr. Miyagi, ja. Des Weltalls. Ja, und Remo unbewaffnet und gefährlich. Und gefährlich, ne? Also ja. da wird übrigens ja auch später Kill Bill. Ne? Die Ausbildung, die stufenweise Ausbildung des Novizen, hier der Novizin und die Bewährung, die dann folgt. Aber zunächst einmal die Qualifikation in durch Training, durch die Anleitung, durch den Meister. Aber nun sie muss sich ja den ganzen Film ja selber ausbilden, weil Luke ja tot ist. Das ist ja auch eine besondere Stellung bei ihr. Film davor hat ja Luke noch gelebt und gesagt, es ist zu früh, aber jetzt muss sie sich selber die letzten Schritte beibringen. Und sie ist aber nicht davon überzeugt und Leia ist keine große Hilfe. Am Anfang spricht sie einmal mit ihr, um sie zu bestärken. Aber es ist nicht so, dass man den Eindruck hat, jetzt da habe sie Superkräfte, sondern sie sagt, ich muss noch weiter trainieren und nimmt wieder ihr Laserschwert. Ja, lässt die Steine fliegen und so weiter. Aber es gibt eine Sache, und jetzt kommen wir ein bisschen in den Spoilerbereich. Das kündigen wir jetzt hiermit an, aber man muss darüber einfach mal sprechen. Als Luke Skywalker erfahren hat, dass Darth Vader sein Vater ist, hat er die Aufgabe bekommen von Obi-Wan Kenobi und von Yoda, du musst dich deinem Vater trotzdem stellen und ihn töten. So, du musst den Vatermord begehen und so weiter, sonst ist seine Ausbildung nicht abgeschlossen. Und Luke hatte dafür einen Film Zeit,
sich darüber, also erstmal zu verdauen, dass er der Vater von dem bösen Darth Vader ist, aber auch halt irgendwie darauf vorzubereiten, seinen Vater zu töten, auch wenn sein eigentlicher Plan gewesen ist, ihn auf die gute Seite halt zurückzuziehen und ihn nicht umzubringen. Und was an diesem Film jetzt hier nicht funktioniert hat, Rise of Skywalker, ist, jetzt kommt der Spoilerbereich, dass Rey erfährt, dass ihr Großvater der Imperator ist und sie ihn halt töten muss. Und das geschieht alles auf so Verlangen schnell, übrigens. Auf Verlangen. Ja. Also es steht für sie zu keiner Zeit irgendwie in Frage, dass dieser Mensch vernichtet werden muss, auch wenn es ein Familienmitglied ist. Und sie geht das wie auf einer Rambo-Mission an. Also es gibt praktisch überhaupt keinen gedanklichen Zwiespalt. Natürlich ist es nicht möglich, den Geist Imperator wieder in menschliche Form zu bringen und normal aussehen zu lassen, zu Menschen zu werden und auf ihre Seite zu gehen. Aber dieser Großvatermord wird innerhalb dieses Zeitrafferfilms derart schnell angepeilt, dass es einfach nicht mehr realistisch ist. Ja, also es gibt offenkundig keine Enkelinnengefühle in ihr und es gibt aber auch keine großväterlichen Gefühle bei dieser ja im Übrigen. Klischeehaft wie in der Name der Rose in der Kutte. Ne? Die Mönchskutten. Ein bereits wo kommen die alle her, zerfallender, die käsiger oder fahler Greis mit stechendem künstlichen Augen, ne? Die leuchtenden Augen in einem vollkommen verfallenen Gesicht eines 160-Jährigen etwa. Oder? Für wahrscheinlich schon die Ewigkeit überdauernden Greises. Aber ja, es war eine geniale Casting-Entscheidung. Ganz kurz, Ian McDiarmid, der den Imperator spielt, hat den Imperator schon in der Rückkehr der Jedi-Ritter gespielt, 1983 als alter Mann. Und da war er, das hat anscheinend George Lucas genau richtig entschieden, glaube ich, gerade mal Ende 30. Ja. Also musste einen alten Mann spielen. Ja. Also die konnten den Originalschauspieler noch nehmen, ist wahrscheinlich das dienstälteste, blödes Wort, aber dienstälteste Ensemble-Mitglied der gesamten Reihe. Also Star Wars oder alle Reihen, die so lange schon wären, über 40 Jahre, können natürlich die mit der Biologie spielen. Also mit den Überlebenden, mit dem Altern, mit dem sich verändernden Aussehen. Das ist natürlich neben Carrie Fisher ist es auch bei Harrison Ford so und bei Mark Hamill und bei einigen anderen Nebenfiguren. Und man kann natürlich auch so Cameos draus machen, kleine Nebenhandlungen und so weiter. Dies hätte ich nur nicht gemerkt. Und es ist natürlich auch ziemlich gleichgültig, wer diese schauerliche Greisengestalt spielt. Ne? Aber das ist doch auch so doof. Guck mal, es hat unser Musikexpress-Kollege Stefan Rehm hat das vorhin so schön gesagt. Ihn erinnert diese Cameos des Films irgendwie so ein bisschen an Band-Aid. Alle dürfen am Ende auf die Bühne. Und wenn du als Jedi stirbst, aber die Gelegenheit für ein Cameo hast und immer wieder auftauchst, dann ist es auch vollkommen egal, ob du tot bist. Ja. Es gibt keine Verlustempfindungen für Luke. Und wir haben ja eh schon über Han Solo gesprochen, Harrison Ford hat auch noch mal einen Auftritt, der, sei es nur als Erinnerung oder vielleicht sogar als Geist, wobei er keinen Geistschimmer um sich herum trägt, auch noch mal auftritt. Welchen Wert hat der Tod in dieser Welt noch, wenn jeder jederzeit wieder auftauchen kann? Ja, es hat, es nimmt auch den früheren Episoden den Wert, es nimmt dem Tod den Schrecken und es entkräftet die Dramaturgie nicht nur der früheren Filme, sondern eben auch des Films, in dem es vorkommt. Deshalb vorhin auch mein Hinweis auf diese sentimentalen, retardierenden Momente, in denen goldene Binsenweisheiten von Hamill und Harrison Ford gesprochen werden. Und Hamill als Hologramm, wie du sagst, mit dem Schimmer, ne, so etwas so irisierend sozusagen, man erkennt es, ein Hologramm ist eine Geistgestalt, materialisiert sich nicht, sieht irgendwie anders aus. Der Kopf scheint auch sehr tief auf dem Rumpf zu sitzen und im Verhältnis zum Körper. Das ist mir auch aufgefallen. Sehr, sehr groß, ne? Ja. Und da, um zu sagen, hey Leute, der ist irgendwie geschrumpft und gedrungen. Schrottpresse geworden. Ja, genau. Der ist gedrungener geworden. Der ist kein Mensch mehr. Der lebt nicht mehr. Aber er spricht noch immer die goldenen Aphorismen, die gerade jemand, der tot ist, noch viel salbungsvoller als er im Leben gesprochen hat, spricht er jetzt also aus dem Jenseits. Nur damit er nochmal da ist, ne? Und das gibt er ihr dann noch mit auf den Weg. Man kann natürlich sagen,
Ja, das ist jetzt die Sendung. Ne? Er legitimiert sie. Und jetzt bekommt sie den Treibstoff, jetzt bekommt sie den Impetus, den sie selbst von Leia nicht ausreichend bekommen hat. Ne? Und begibt sich dann wiederum in Gefahr und auch in das letzte Gefecht mit ihrem Großvater, den man ja als solchen nicht wahrnehmen kann. Oder anders gesagt, an den Haaren herbeigezogen. Ja. Es gibt ja diese Fanservice-Szenen, die jeder Star Wars-Film braucht. Eine, die dir sicher auch aufgefallen ist. Es gab ein großes Raunen im Publikumssaal, als Chewbacca am Ende seine Medaille bekommen hat. Das war ja sozusagen oft ein langes Thema im Fanboy-Universum, dass in dem ersten Film, als alle Helden Medaillen bekommen und Prinzessin Leia sich runterbeugt, um Han die zu nehmen, Luke, Chewie der Einzige ist, der keine bekommt, obwohl Chewie ja die essentielle Rolle zuteil kam, dass er es wahrscheinlich gewesen sein muss, der Han Solo überhaupt überredet hat, zum Todesstern zurückzufliegen, um Luke zu helfen. Jetzt bekommt er die. Ich habe mich immer gefragt, wie siehst du das denn? Also viele Star Wars-Filme enden damit, dass Piloten lachend aus den Maschinen aussteigen, sich per so wild gestikulierend halt irgendwie ihre Kampfszenen nochmal erklären und sich umarmen und lachen. Ich würde ja gerne mal Mäuschen spielen, worüber die denn eigentlich reden, ob die sich über Manöver unterhalten. Ja. Oder, ich meine, es muss sich ja viel irgendwie aufschauen in diesem Cockpit. Man kann den Cockpits wahrscheinlich auch nicht wirklich so rumjubeln, dass sie sich erst am Boden angekommen gegenseitig in die Arme stürzen. Ja, das ist abgeschaut den eben den amerikanischen Jetpiloten der 50er und 60er Jahre und man kann das in dem Film Der Stoff, aus dem die Helden sind, gut sehen. Nur, da ging es um einzelne nachvollziehbare Stunts, die sogar gezeigt werden, also meistens so ein Überschlag seitlich, oder wie sagt man, so eine seitliche Spirale und Bergkette überflogen, also Stunts gemacht einerseits und andererseits wesentlich Geschwindigkeitsrekorde, unglaubliche Geschwindigkeit bis hin zur Überschallgeschwindigkeit und Top Gun natürlich. Da wird alles besprochen und anschließend wird es noch nachvollzogen. So, im Weltraum ist es nicht möglich. Es sind zu viele Raumschiffe. Es wird nicht glaubhaft gemacht, dass es auf einzelne Kampfhandlungen ankommt. Und es ist dazu zu dilettantisch gefilmt. Also da hat sich die Filmtechnik nicht weiterentwickelt. Man sieht einen Mann im Cockpit unter seinem Helm, wie ich vorhin sagte, 1941, wo bitte geht's nach Hollywood? Und dann sieht man anderen in seinem Cockpit und man sieht aber nicht, wie die im Raum zueinander gestellt sind. Natürlich können sie nicht aus ihrer Kapsel schauen und wie das oft in Kriegsfilmen dargestellt wird. Oh, da rechts oben ist mein Kompagnon und da links fliegt noch einer und unter mir ist auch noch ein Flieger und wir sind über Funk in Kontakt. Alle sprechen miteinander und auf Sichtweite. Ja. Wir fliegen auf Sichtweite. Das gibt es im All nicht. Genau. Es gibt keine Möglichkeiten, Manöver darzustellen. Es ist ein jeder gegen jeden und alle gegen alle Situation im Weltraum. Es gibt keine Flottenkommandos mehr, die durchgezogen werden können, dass fünf, oder es wird zumindest nicht gezeigt, dass fünf Raumschiffe in einer ganz bestimmten Richtung fliegen, um einen ganz bestimmten Frachter anzugreifen. Nee. Das gibt es einfach nicht mehr. Es ist einfach nur noch ein Überleben, in dem man jemand anderen tötet. Und das zerstört natürlich die Dramaturgie. Es gibt überhaupt keine glaubhafte Strategie, es gibt keine Manöver, es gibt keine Formation. Ja, es gibt immer ein Zentrum, das man kaputt schießen muss oder irgendwie so eine Glaskuppel, die zerstört werden muss, damit Schutzschilder ausfallen. Das ist der klassische Star Wars-Mechanismus. Der Angriff dieser ja auch vollkommen heterogenen Rebellenarmada, ne, das ist überhaupt nicht koordiniert, kann doch nicht koordiniert sein, weil ja aus allen Winkeln der Galaxie irgendwelche komischen, auch ja, aber die müssen sich doch per Funk verständigen. Die müssen doch sagen, passt auf, wir sind in 5 Minuten da. Stellt euch da und dahin. Aber stattdessen macht Lando das anscheinend mit Absicht, dass er wirklich so Jazzhands-mäßig, hier bin ich, ja. Und dann kommt er auf einmal aus der Ecke und jetzt helfen wir mit, nur sie, damit er seinen guten Auftritt bekommt. Also sie bräuchten ja erstmal eine gemeinsame Funkfrequenz, eine gemeinsame Sprache. Das müsste alles koordiniert, abgesprochen sein. Das müsste zusammengeführt werden. Die wüssten ja auch gar nicht, wer in welchem Flieger da überhaupt jetzt der Anführer ist. Stattdessen gibt es das eine große, eindrucksvolle Bild. Der ganze schwarze Raum
ist von verschiedenen Fliegern, Raumschiffen. Aber hast du das verstanden? Ja, wie kann denn am Anfang der Imperator auftauchen und sagen, hallo, ich bin jetzt wieder da? Und dann kommen die ganzen Sternzerstörer aus dem Boden. Wo kommt die Besatzung her? Waren die auch im Boden? Sind das auch Mumien gewesen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Sie kommen von irgendwoher, Deus Ex Machina. Das ist doch irre. Es wird nicht erklärt, es wird nur behauptet. Ne? Es gibt ja ohnehin keine geografischen oder physikalischen Wahrscheinlichkeiten in diesen Filmen, aber hier ist es besonders eklatant. Nur geologisch, nämlich, dass jede Jahreszeit einmal gezeigt werden muss. Du hast Schnee gehabt, du hast Wüste gehabt und Wald. Also das Best-of aus allen Star Wars-Filmen musste in diesen Film nochmal verwandt werden. Aber da kann man natürlich sagen, ja, das muss in jeder Saga so sein, in jeder Quest. Es muss alles durchlaufen werden. Es muss jede Landschaft gezeigt werden. Es müssen Spukschlösser gezeigt werden, riesige Festungen, das tobende Meer, irgendwelche seltsamen, ja, so Maschinen, also festungsartige Hinterlassenschaften in Steilfelsen. Ja, aber diese Herr-der-Ringe-Darstellung sind relativ neu bei Star Wars. Also, dass du sowohl so riesige Steinritter siehst in dem Imperatorpalast, in Game of Thrones. Du hast diese riesigen Steinritter in diesem Imperatorpalast. Warum stehen da Ritterstatuen? Was hat denn der Laserschwertboss Imperator mit Ritterstatuen zu tun? Du hast dieses Hobbit-Dorf, wo es schneit, wo die diese Tür-zu-Tür-Patrouille machen, die Sturmtruppen. Mhm. Das ist der Hobbit und eine Mischung aus Game of Thrones. Ich weiß nicht, warum Star Wars sich so erniedrigt und sowas macht. Das ist die größte Saga der Welt. Das muss sie nicht machen. Ja, und sie verbinden sich mit den anderen größten, die machen sich gemein, nicht ganz so großen Sagas, nämlich natürlich Herr der Ringe. Und wobei man sagen kann, vielleicht sogar noch größer. Aber wer will darüber streiten? Also literarisch ist Herr der Ringe noch größer. Game of Thrones mittlerweile von ähnlicher Bedeutung. Aber Star Wars rekurriert jetzt auf diese anderen enorm erfolgreichen Reihen und sozusagen die Paralleluniversen, die auch Welten erfunden haben. Und das soll jetzt noch integriert werden. Zusätzlich, wie du vorhin gesagt hast, ja auch noch die Superheldenwelt, also das Marvel-Universum auch noch. Das sind also drei andere Paralleluniversen, hermetische Systeme, die von Star Wars eklektisch integriert werden und aber eben nicht integriert werden, nicht glaubhaft integriert werden und ja auch nicht zur Zufriedenheit der eigentlichen Anhänger, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Es gibt immer wieder die Diskussion darüber, was sollte sich Star Wars zutrauen und was nicht. Und bei The Last Jedi, dem Vorgängerfilm, wurde es doch sehr klar, dass durch die Art von absurdem und geradezu grotesk selbstironischem Humor die Figuren sich selber entwerten. Das ist bei The Force Awakens noch nicht so stark gewesen, aber es kommt auch hier bei The Rise of Skywalker wieder vor, dass sie selbst in Momenten der größten Bedrohlichkeit und der Todesnähe, nämlich als die drei Helden erschossen werden sollen oder hingerichtet werden sollen, jeder noch Zeit für einen Witz hat. Das geht natürlich nicht. Den letzten Vorteil, den Star Wars gegenüber den Avengers hatte, war, dass die Figuren insgesamt glaubhafter sind, weil ich immer noch auf Scorseses Seite bin, der bei den Irishman-Promo-Geschichten gesagt hat, für ihn sind Marvel-Filme keine Kinofilme, das sind sowas wie nicht Zirkusattraktionen, sondern hier Vergnügungspark-Shows. Und das finde ich auch. Ich finde immer noch, es gibt nichts Lächerlicheres, als Menschen in Superheldenkostümen zu sehen, die sehr ernst in den Horizont blicken. Das finde ich irgendwie blöd. Ich meine, Schauspieler wie Paul Bettany, der ein großer Charakterschauspieler ist, der so eine Art als Vision sieht, so ein Blue-Facing irgendwie, also wie so ein Othello aus dem Weltraum sieht er aus. Also wie, das ist eine Sache, die Star Wars sich einfach besser bewahrt hatte, dass ihre Figuren, zumindest die Menschen waren und Menschen dargestellt haben, irgendwie immer noch sehr glaubhaft und realistisch aussahen. Durch diese humorvolle Ebene, bis hin zur Groteske, wird das alles wieder total verzerrt. Ja, also es gab immer einen Humor, also ein Augenzwinkern. Ne? Harrison Ford war eine augenzwinkernde Figur, nämlich ein Freibeuter, ein Rebell und ein Swashbuckler ganz alter Schule und auch Errol Flynn eigentlich nachgearbeitet. Und so eine Gestalt gibt es, ja, bei Oscar Isaac wird es versucht. Man merkt, der wird auch gleich am Anfang dieses Films also als grimmig beschrieben, da wird dann gefragt, hat er schlechte Laune? Immer.
immer. Aber es gibt überhaupt keinen Hinweis auf schlechte Laune bei Oscar Isaac. Im Gegenteil, er wird dann zum General und er befehligt dann diese Rebellenflotte. Und er hat so ein gewisses romantisches Interesse. Aber seine Geschichte bleibt unabgeschlossen. Aus dem Ganzen, also das ist die eine Sache, die The Last Jedi, vielleicht die einzige Sache, die The Last Jedi gut gemacht hatte, war, dass er in Bezug zur Mutterfigur Prinzessin Leia gesetzt wird, die ihn wie einen aufmüpfigen Sohn behandelt hat. Er hat sich gegenüber ihren Befehlen widersetzt, er hat selber den General gemacht, wurde deswegen festgenommen und so weiter und er hat sich an ihr abgearbeitet, weil sie die Einzige gewesen ist, die klüger gewesen ist als er und die besseren Pläne hatte. Man sieht es ihm in dieser einen Szene an, als er zu Prinzessin Leia stürmen will und er festgehalten wird, gesagt, sie ist tot, es bringt nichts mehr. Da sieht man irgendwie, da sieht man ihm diese Enttäuschung, das spielt Oscar Isaac auch ganz gut, dass es ihm verwehrt bleibt, mit seiner Mutterfigur sich auszusöhnen. Aber das ist schade. Also ich fand ihn in dem Film nicht so stark jetzt. Es gab zu wenig von ihm. Er traut es sich in dem Moment, jetzt haben wir etwas verraten, aber nichts, was nicht geahnt worden wäre, im Moment, da Leia nicht mehr da ist und er, der Nachfolger, es wird gar nicht in Zweifel gezogen, da traut er sich selbst nicht zu. Da traut er sich plötzlich nicht zu, entweder in falscher Bescheidenheit oder seine Gram ist nicht gut gespielt und auch der Zweifel an seiner Eignung ist nicht gut gespielt. Man weiß nicht genau, was es sein soll. Er sagt im Wesentlichen, vielleicht zweifelt er gar nicht an seiner Kampfkraft, bestimmt nicht an seiner Motivation oder an seinen Fähigkeiten, aber wir sind zu wenige. Also, wie sollen wir das schaffen? Die sind so überlegen. Und dann heißt es, ja, da werden andere sein. Wenn ihr es macht, wenn ihr es baut, dann werden sie kommen. Das sind mehr als du ahnst. Die werden sich schon anschließen. Aber woher kommen sie? Aus Patagonien oder ne, vom blauen Planeten und vom grünen Planeten? Von welchen fernen Sternen kommen die zusammen? Wie werden die gerufen? Wie versammeln sie sich? Es war ja auch nicht so, dass Leia so populär gewesen wäre, dass sie hinreichend Truppen gehabt hätte, sondern sie saß da in ihrem kleinen Dschungel, da in ihrem Waldstück, ne? Alles idyllisch, wie man ihr das ja auch wünscht, war ja schon betagt, ne? Und hat sich nicht mehr viel bewegt. Und dann war diese Ziehtochter, die sich schon gut machte, ne, für eine vielleicht 25-Jährige oder 27-Jährige. Aber das war schon sehr gemütlich, war zurückgezogen und Isaac war natürlich in der Tradition Harrison Fords so eine Mischung aus Draufgänger, Kampfpilot und aber auch immer noch so Schrauber, Mechaniker, der da irgendwie rumeiert mit seinen paar Gefährten, mit seinem Chewbacca, der aber nicht recht erfolgreich ist. Also sie bringen, ihnen gelingt nicht viel, sie kehren dann immer wieder zurück zu diesem Garten Eden da und landen mit ihrer alten Mühle. Und genau, so, das ist schlecht fotografiert, du hast völlig recht. Das ist schlecht fotografiert, das Ding sieht aus wie ein Garten Eden. Es gibt diese eine Figur, der spielt in Lost den Charlie. Und bei den Hobbits entweder Pippin oder Merry. Ich glaube, es ist Pippin. Das ist dieser eine Schauspieler, der diesen schottischen Akzent hat. Weißt du, wie ich erinnern kannst? Er hat einen Hobbit gespielt. Eine etwas kümmerliche Nebenfigur. Ja, und hat den Charlie bei Lost gespielt. Das Ganze sah auch aus wie so ein Lost Camp. Das war unglaublich schlecht. Also, es war viel zu schön fotografiert. Du kannst doch nicht in diese, das ist die letzte Bastion der, der Rebellen. Und die saßen da so rum, wie in so einem schönen Film. Ja, es ist eigentlich schöne Pflanzen. Ja, es ist Botanik, also so ein botanischer Garten. Und man sieht natürlich sehr, wie übrigens in Lost ja auch, ne, das ist eigentlich Studio oder so ein kleines Gelände. Ja. Auf dem das alles inszeniert wird. Ne? Weil es ja auch keine Außenwelt gibt. Es kann ja nicht gezeigt werden, ob da Städte sind. Sehr wahrscheinlich nicht. Also, und das spricht natürlich auch gegen die hohe Technisierung. Also es wird eigentlich als bukolisch gezeigt, als vollkommen rückwärtsgewandt. Sie sind weit, weit hinter die Zeit zurückgefallen und führen diese bescheidene Existenz. Jetzt muss man aber glauben, dass ihnen unglaubliche Kräfte zuwachsen, dass sie plötzlich doch auch technisch und mit den Mitteln
ihrer Armada angehen können gegen diesen Todesstern. Ja, oder es ist ein IS-Faktor oder Taliban-Faktor. So wie die Taliban in den Höhlen gesessen haben und trotzdem alles steuern konnten, sitzen die jetzt auch rum. Ja, das muss man glauben. Die Rebellion aus der Höhle oder die Rebellion aus dem wilden Garten von einem entlegenen Stern, eine technologisch weit unterlegene Rebellentruppe, die sich erhebt gegen diesen Brocken im All, gegen das System, gegen das Imperium, muss man sagen. Diese Bezeichnung fällt natürlich nicht, weil das ja auch besetzt ist. Ne? Als Imperium wird es nicht gezeigt. Es scheint aber eher noch mächtiger zu sein als das Imperium. Also wenn man sieht, was da aufgeboten wird an eine fliegende Festung, die eben fast wie ein Planet wirkt, am Ende versinkt das in Zeitlupengeschwindigkeit und man denkt, da geht eine Welt unter. Ja, ne? Oder so wie in Game of Thrones, eine ganze Stadt, die im All schwebt. Aber das ist interessant, weil du hast den Bezug zum Imperium mal selber geknüpft. Man denkt an Darth Vaders Imperium und der Legende nach, ich glaube nicht daran, aber der Legende nach soll der George Lucas von Anfang an 9 Teile im Kopf gehabt haben und sich lustigerweise mit sich selber den Handel gemacht haben mit Teil 4 von 1977, später wurde er in Teil 4 erst genannt, das war damals Teil 1, zu beginnen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, auch weil du es vom Imperium sprichst, also viel Werbeaufwand, viel Marketing wird damit betrieben zu sagen, jetzt kommt die 9-teilige Serie zum Abschluss. Für mich waren das immer 3 Dreier. Ich hätte jetzt nicht gedacht, irgendwie, okay, ich muss jetzt mit Teil 9 erfahren, ob bestimmte Fäden aus Teil 1 und 77 zu einem gewissen Ende führen oder kommt Obi-Wan zu seinem Recht, kommt Qui-Gon Jinn, damals gespielt von Liam Neeson, zu seinem späten Recht, taucht er noch als Hologramm auf oder was, solche Sachen. Das ist Teil 3 der dritten Trilogie, aber nicht Part 9 der gigantischen Saga. Und geschieht Jabba the Hutt Gerechtigkeit? Ja. Das alles erfährt man nicht und viele Figuren kommen auch gar nicht mehr vor. Es kann nicht geschürzt werden, die losen Fäden können nicht zusammengeführt werden und von Lucas war es natürlich nicht gedacht worden. Er hatte sich wohl eine ausufernde Saga vorgestellt, aber es hätte ja nach dem ersten Film vorbei sein können. Und welche Schwierigkeiten gab es mit dem Drehbuch? Wie viel wurde überarbeitet? Wie sehr hat John Milius daran gearbeitet? Und vor allem hat John Milius, nachdem er den Rohschnitt des Films gesehen hatte, gesagt, du hast es verkackt, George. Das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Brian De Palma hat zu ihm gesagt, was du hier machst mit deinem Title Crawl, also sprich die Anfangsgeschichte, wie irgendwie die Schrift von unten nach oben, das macht kein Mensch und das kannst du nicht machen, das geht nicht. Und damals entstand ja auch das sehr hartnäckige Gerücht, was aber auch ein blödes Gerücht ist, man sagt irgendwie, Star Wars ist der Film, der im Schnittraum gerettet wurde. Das ist natürlich Quatsch. Jeder Film wird im Schnitt gerettet, denn letztendlich ist ein guter Film immer das Ergebnis eines guten Schnitts. Das würde George Lucas überhaupt nicht absprechen wollen, aber das Ergebnis muss, also, aber der Prozess der Dreharbeit muss für ihn ja so hart gewesen sein, er beschloss danach erstmal nicht wieder zu gehen. Ja, nach den Wüstenszenen wollte er schon aufgeben, da kam dann Wüstensturm auf und die ganze Technik, diese stelzenartigen, kulturenartigen Maschinen wurden außer Gefecht gesetzt. Alle Roboter und Technik, die da in der, ich glaube, marokkanischen Wüste? Tunesischen Wüste. Aber Arne, du kennst doch die Anekdote. Es war so heiß, dass man Spiegeleier auf R2-D2 braten konnte. Ja. Du konntest rohe Eier auf R2-D2 Kuppelkopf legen und dann kamen fertige Spiegeleier dabei raus. So heiß war es da. Das ist fast noch besser als der Film, der natürlich dann auch sehr gut war, aber war noch nicht sehr gut als die in der Tschechoslowakei oder in London gedrehten, in London mit tschechoslowakischen Statisten gedrehten Szenen, also die Realszenen, Vorlagen und der Film noch nicht geschnitten war. Dieses Material, das mitgebracht wurde, also die Inszenierung von Schauspielern, vor allem die Sturmtruppler, die weißen Sturmtruppler, als die anderen Regisseure, De Palma, John Milius, ich glaube auch Spielberg und Scorsese das gesehen hatten,
hatten sie den Film aufgegeben. Und Lucas war ja auch selbst sehr, sehr unzufrieden nach den aufreibenden Dreharbeiten. Ich glaube, es war in Londoner Studios, weil es da billiger war. Ja, die haben viel in Pinewood Studios. Ja, in Pinewood. Gedreht, ne? Wo James Bond in den auch Pinewood gedreht Studios. Wird. Und da gibt es ja saftige Geschichten, wie Lucas, der fast keine Erfahrung hatte mit Schauspielern, die auch nicht mochte und unsicher war und nicht wusste, wie er mit ihnen sprechen sollte. Immer linkisch und war ihm alles zu anstrengend. Er wollte eigentlich nur mit Technik arbeiten. Die berühmte Regieanweisung, die ihm in den Mund gelegt wurde, von der man auch nicht weiß, ob das stimmt, ist ja irgendwie, bitte nochmal, aber besser. Das soll ja immer seine Anweisung gewesen sein. Bitte nochmal machen, aber besser. Das, ich finde die Anweisung gar nicht schlecht, weil ich meine ganz im Ernst, wenn ich sage, mach's doch bitte besser, dann kannst du dem Schauspieler überlassen, wie er versucht, etwas besser zu machen. Aber immer noch bewerten, ob es eine gute oder schlechte Emotion ist, die er reingelegt hat. Und der Schauspieler denkt aber natürlich, was soll das sein, besser? Ich habe dort mein Bestes gegeben und ich kann es nicht besser. Aber wo wir bei den Anekdoten sind, die muss ich noch eben bringen. Dann haben wir nämlich den ganzen Phrasentopf auch noch gebracht. Han Solo hat auch zu George Lucas gesagt, George, das kannst du schreiben, aber das kann ich nicht sagen. Ja. Die ganzen, die technisierten Science-Fiction-Ausdrücke. Ja. Das ist einer der großen Sätze, vielleicht der berühmteste Ausspruch von Harrison Ford, der natürlich auch sagt, dass Lucas sich nicht vorgestellt hat, kein versierter Drehbuchautor, wie die Dialoge klingen. No, abgesehen davon, dass das Drehbuch ohnehin nicht ausgereift war und er sich die Saga von überall her zusammengesucht hatte, hat Mythen gelesen über Märchen und Religionsbücher. Kurosawa. Und Kurosawa hat im Wesentlichen der Samurai, der verwunschene, das verwunschene Schloss, oder wie heißt der Kurosawa-Film? Ja, ich habe seinen Namen genannt, um das Werk nennen zu können. Weiß ich nicht. Also jedenfalls nicht die sieben Samurai, sondern eine andere, auch ziemlich berühmter Film. Und da geht es, glaube ich, darum, dass drei oder vier Leute mit einem Eselskarren durch das Land ziehen. Also auch so eine Quest oder eine Flucht und so ein kleiner Trek. Und darauf hatte Lucas sich bezogen. Diesen Film, Kurosawas, liebte er. Und er konnte aber keine Dialoge schreiben. Und deshalb musste er John Milius holen, einen versierten Drehbuchautor, wahrscheinlich auch noch andere, die daran gearbeitet haben. Und die es dann ja letztlich auch gut gemacht haben. Aber es fehlten, nachdem das alles gedreht worden war, was Realfilm war, da fehlten noch die Effekte. Es fehlten die Raumschiffe, es fehlte kurzum alles, was den Film später ausmachte und was ihn von der früheren Fernsehserie und dem Kinofilm Flash Gordon und ähnlichen Kampfstern Galactica. Aber was war das für eine Zeit, in der du Trailer sehen konntest? Es gibt ja auf YouTube Trailer von, also die allerersten Trailers des Star Wars sind von 1976, also ein halbes Jahr bevor er in die Kinos gekommen ist, die tatsächlich so Stand-in-Effekte zeigen, ne, die eigentlich nur so aus Knallen bestehen und so grellen weißen Blitzen und noch nicht John Williams orchestralen, bombastischen Score haben. Und trotzdem hat man gewagt, das als Vorab-Trailer zu zeigen. Also entweder hat man vertraut, dass das Ding noch wird, oder die Studios haben sich gesagt, Fox hat sich gesagt, okay, wir müssen das jetzt schon mal rausgeben, wir haben eh nicht so viel zu verlieren. Ja. Ja, sie hatten natürlich viel zu verlieren, aber sie hatten es fast schon aufgegeben und wollten es versuchen. Ich erinnere mich an eine andere Anekdote, dass die Premiere in New York stattfand, in Manhattan, an einem Abend und ängstlich angerufen wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wer da angerufen hat, war es sogar Lucas selbst, der möglicherweise, der müsste ja bei der Premiere in New York City dabei gewesen sein oder ein Schauspieler. Jedenfalls war die Angst, nachdem diese Premiere stattgefunden hat, müssen wir wohl den Film gar nicht mehr verleihen, jedenfalls nicht in mehr als ein paar Kinos in den USA. Und dann war die Nachricht aus dem Hotelzimmer schräg gegenüber von der Radio City Music Hall oder wo das war, die Leute stehen um den gesamten Block herum. Und wie nennt man das? Den Blockbuster. Ja. Ne? Da wurde der Blockbuster mitgeworfen, der Begriff. Und sie standen von da an jeden Tag und rund um die Uhr um den Block herum. Und der Film wurde ohne Unterbrechung 24 Stunden gezeigt. Also immer wieder aufs Neue, 10 Minuten Pause oder eine halbe Stunde Pause, sodass das Publikum hinausgehen konnte und alle die Zuschauer für die nächste Aufführung hinein. Und das Kino spielte ein Jahr lang.
Und dann hunderte von Kinos in den USA, und dann war auch wahrscheinlich der erfolgreichste Film Es war sofort der bis erfolgreichste Film dahin, aller ja. Zeiten. Also Aber der hat es war den weißen interessant. Hai Er hat Spielbergs überboten. Weißen Hai überwunden und im selben Jahr lief ja auch noch Close Encounters an, also Unheimliche Begegnung der dritten Art, der sonst auch sich hinter dem Weißen Hai zwar eingereiht hätte, aber auch ein zweiter Spielberg-Hit für die Ewigkeit geworden wäre, weil Star Wars hat dann erstaunlicherweise dann alles über den Haufen geworfen. Trotzdem hat sich George Lucas ja irgendwie eine Fortsetzung offen gehalten, weil Darth Vader am Ende überleben durfte. Nun haben wir hier mit den drei Star Wars-Filmen quasi den Abschluss. Wir alle wissen nicht, wie und ob es weitergeht. Prequels wird es ja wahrscheinlich nicht nochmal geben. Ich würde sagen, wir haben es dann, ne, nicht nur für diese Ausgabe, sondern auch für dieses Jahr. Das ist unsere letzte Sendung, die wir 2019 machen. Ist ja auch schon bald Silvester. Aller Voraussicht nach geht es im Januar sofort mit den Oscars weiter, weil Arne und ich große Oscars-Fans sind und auch schon diverse Wer Rubriken uns nicht? überlegt haben. Ja, wir werden also nicht nur über die Nominierungen sprechen, die am 12. Januar bekannt gegeben werden, sondern auch wahrscheinlich einer weiteren Sendung über bisherige Oscar-Highlights und natürlich auch über unsere persönlichen Favoriten. So, aber ich würde sagen, damit haben wir es für heute erstmal geschafft. Wünschen euch frohe Weihnachten und frohe Silvester. Noch besseres Silvester wird's, wenn ihr unsere Sendung hört und uns weiterhin abonniert. Und das war's. Ja, und viel Vergnügen im Kino bei Star Wars. Es wird niemand darauf verzichten wollen, denke ich, Genau. den Film zu sehen. Und abzuraten ist nicht, man langweilt sich, ne, um das Einfachste zu sagen, was man überhaupt sagen kann, man langweilt sich jedenfalls nicht, denn die Aufregung ist vorher so groß, dass das Herz die ganze Zeit klopft. Und Die Macht ist stark in euch, ja, wenn ihr den Film guckt. genau. Also Ja. die magnetische Macht wirkt da noch immer. Wenn auch nicht so, wie man es als in der Kindheit erlebt hat. Genau, alles klar. Bis bald. Bis bald. Tschüss.